Okay, welche positive Eigenschaft soll erhöht werden? Körperkraft. Was soll gesenkt werden? Wir könnten Aberglaube probieren, um die Magieresistenz hochzubekommen. Aber eine 2 zu würfeln ist doch recht schwierig. Oder drunter. Ich glaube, das war sogar mit 2W6, muss man das unterwürfeln. Also ja, es ist sehr unwahrscheinlich. Was haben wir noch? Höhenangst, Raumangst, Goldgier, Totenangst, Neugier. Totenangst macht auch Sinn zu senken. Denn je höher der Wert ist, desto schlechter trifft man Untote. Höhenangst und Raumangst geht. Goldgier, Neugier passt eigentlich eh zu einer Streunerin. Okay, wir probieren Totenangst. Misslungen. Na, schade. Lebenspunkte steigen um 3. Das ist durchschnittlich. So, du sollst lernen. Stichwaffen. Hurra, geschafft. Attacke. Du sollst lernen... Wurfwaffen. Hurra, geschafft. Du sollst lernen Gefahreninstinkt und Sinneschärfe. Komm schon. Gefahreninstinkt. Geschafft. Schöne Sache. Du musst unbedingt Schlösser knacken lernen. So. Taschendieb. Falschspiel. Könnten wir auch noch Punkte reinsetzen. Was haben wir hier noch? Klettern ist gut genug, Schleichen ist gut genug, Schwimmen können wir noch einen Punkt reinsetzen. Gesellschaft. Gassenwissen. Na komm schon. Dreimal misslungen. Schade. Dann bitte noch Feilschen. Na, es ist schon recht hoch alles. Auch nicht geschafft. Menschenkenntnis. Wenigstens eins geschafft. Noch irgendwas, was sie unbedingt haben sollte, das ich vielleicht übersehen habe. Gefahreninstinkt hat sie, damit sie im Dungeon vorlaufen kann. Die Kampftalente haben wir erhöht. Schleichen ist sie schon recht gut. Und meistens schleicht ihr eh die ganze Gruppe auf einmal, was ich ein wenig irritierend finde. Nicht, dass ihr einen vorschickt, der gut schleichen kann, der das Ganze dann ausspioniert. Schlösser knacken hatten wir schon. Hatten wir schon zweimal? Nein, hatten wir nicht. Ah, sehr schön. Schlösser knacken 10. So, Taschendieb und Fallspiel. Ich bin dafür, dass wir Taschendieb versuchen mit dem letzten Punkt. Na gut. Oh, und nur Gwendolyn ist aufgestiegen. Okay. Bei den anderen fehlen noch 72 Punkte. Oder 71 im Fall von Talana, warum auch immer sie noch den einen Punkt hat. Obwohl, stimmt. Wir hatten doch zwischendurch mal gekämpft. Mit Talana und Myrrhem, der Rest war eingesteinert. Aber warum hat dann Myrrhem nicht auch einen Erfahrungspunkt mehr? Kurios, kurios. Na gut. Also, Nest ist verbrannt. Das gab wohl nochmal Erfahrungspunkte, die man nicht gesehen hat. Also es kam kein Fenster. Aber sonst hätten wir keinen Stufenaufstieg mit Gwendolyn gehabt. Und jetzt sollten wir raus hier. Wollen wir die Höhle verlassen? Ja, wollen wir. Erschöpft und müde verlasst ihr diese Spinnenhöhle und setzt gemächlich euren Weg nach Otarche fort. So, 3 Geschäfte. Wir bräuchten einen Kräuterhändler. Wir bräuchten eine ordentliche Herberge. Herberge könnte hier vorne sein. Nee, das ist der große Drachen. Da. Ja. Einmal gut essen und eine Woche schlafen, bitte. Ja, in dem 6 Tage. So. Und vorher darf Talana noch einmal meditieren. 15 AE. Nicht geschafft. Schade. Aber es dürfte auch so fürs Erste reichen. Mit etwas Glück ist schon bald der Winter rum. Aber wir dürften immer noch genug Zeit haben, den Schatz zu finden und noch ein paar Abstecher vorher zu machen. Denn wir haben ja immer noch die Herberge, die auf uns wartet. Wir haben noch die Dracheninsel, wenn es da wirklich einen Drachen gibt. Und wir könnten noch bei Fexkaya vorbeischauen.
So. Händler. Bist du ein Kräuterhändler? Nein. Waffenhändler wäre auch nicht schlecht für die ganzen Roben. Und überall sind nur Krämer. Was bist du? Wandrad Pavi Fahrer. Ja, dich kennen wir doch auch noch. Eure Klingen sind so geschliffen wie eure Rede. Ein erstklassiges Geschäft. Yada yada yada. Verkaufen. Gwendolyn. Und zwar... den Wintermantel könnten wir bald verkaufen. Das Bastardschwert. Da wir jetzt den Ronda-Kamm haben und der auch schon magisch gesegnet ist und drei Charaktere haben, die magischen Schaden verursachen können, verkaufe ich das Ding jetzt einfach. Das nimmt nur Platz und Gewicht weg. So, Robe kann auch weg. Die Robe auch. Noch eine Robe. Und tada, da klicke ich mal nicht an, nur für den Fall, dass sie wieder verbuggt ist. So, 40% Gewinnlin. Und, wir können sie doch anklicken. So, Robe weg. Robe weg. 30%. So, das hätten wir also auch geschafft. Was sagt der Kalender? 4. Fex. Das wird dann wohl der 3. Monat sein. Also der 3. Wintermonat. Dann haben wir es wirklich bald geschafft. Wir brauchen immer noch einen Kräuterhändler. Also schauen wir mal zum Hafen, ob ein Schiff nach Bremen oder Torwall fährt. Nach Skjall. Wo lag Skjall? Gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir sind hier. Ich glaube, Skjall war da. Wir also in Richtung Bremen. So, Skjall. Jupp, 13 Stunden ist okay. Und huschen da kurz hin. Und von da aus können wir dann zu Fuß oder mit noch einem Schiff nach Bremen. Da decken wir uns dann mit neuen Kräutern ein. Machen uns auf den Weg zur Herberge. Und lassen da die Jungs vorstehen. So, Skjall. Keine Schiffe im Hafen und der alte Mann, der normalerweise Auskunft gibt, ist auch nicht mehr da. Dann heißt es wohl schlafen. So, zum toten Hai. Das klingt ja auch sehr sympathisch. Wir schlafen mal im Einzelzimmer für eine Nacht. Und gucken wieder zum Hafen. Keine Schiffe im Hafen und in den nächsten Tagen kommen Schiffe nach Bremen. Ja, in den nächsten Tagen sind wir auch zu Fuß da. Also gehen wir noch einfach mal raus. Irgendwo westlich müsste ein Ausgang sein. Genau. Und wir gewaltmarschieren einfach mal. Komm schon, komm schon, komm schon. Eine Herberge. Na gut, schlafen wir hier. Regenerieren wir gleich die Punkte, die wir durch den Gewaltmarsch verloren haben. Und oh, das ist doch ein wenig schädlicher als gedacht. Ich dachte, die kriegen nur einen Schadenspunkt, aber es waren jetzt schon 4. Da sollten wir echt vorsichtig sein, wenn wir mit einer angeschlagenen Gruppe durch die Gegend ziehen, dass wir das nicht zu häufig machen. So, jetzt wären wir aber wieder in Bremen und suchen den Kräuterhändler. Ich glaube, das wollte ich vor kurzem schon mal, wurde dann aber abgelenkt und wir hatten ihn gar nicht gefunden. So, was haben wir da hinten? Da haben wir auch noch 2 Geschäfte. Hier. Beo Bjornsson. Auch kein schlechter Name. Storko von Golbitz. Ich will ein Kräuterhändler. Mit starken Zaubertränken. Wenigstens schon mal ein Waffenhändler. Dann haben wir da den nächsten. Und sonst müssen wir ein wenig die Karte aufdecken. Da fehlen ja noch ein paar Stücken. Oh, der Einbeinige. Hallo, Einbeiniger. Euer Laden wurde uns empfohlen und es ist eine Ehre, hier einzukaufen. Vergesst nicht, euch regelmäßig alchemistische Zutaten zu besorgen. Ja, deswegen sind wir hier. Wir hätten gerne 30 Wirselkräuter. Wir hätten gerne 15 Gullmondblätter.
Wow, Bandstaub, 350 Dukaten. Autsch. Oh, und hier gibt's auch ein paar Kräuter, die wir nirgendwo anders gesehen haben. Zum Beispiel die Olgenwurzel und die Phinagenbäumchen. Mutelixier. Oh, das wäre auch eine gute Möglichkeit. Wir kaufen uns jetzt Mut- und Klugheitselixiere. Und die können die Jungs dann trinken, um nicht zu versteinern zu werden. Weil durch Mut und Klugheit kriegen sie mehr Magieresistenz. Und einen Muttrank dürften wir sogar noch haben. Zaubertrank ist wahrscheinlich wieder der Starke. Wie schaut's bei Talana aus? Wie viele starke Zaubertränke hast du? Du hast dein doofes Expo gekommen noch. Also ein starker Zaubertrank. Jeder hat einen starken Zaubertrank. Und einen schwachen haben wir hier noch. Das ist echt nicht viel. Also wir brauchen eins. Die Gruppe kann keine Gegenstände mehr nehmen. Okay. Dann kaufen wir erstmal die ganzen Wirselkräuter und Olgenblätter. Mit 50%. Mit etwas Glück. Nein. 40%. Mist. 30. Die Waren bleiben hier. Und wir wurden rausgeschmissen. Nein. Ich sollte nie wieder mit 50 anfangen. Solchen Halbsansteinern wie euch verkaufe ich nichts. Das ist nicht gut. Okay. Na, die Stadt ist groß. Mit etwas Glück gibt es hier noch irgendwo einen Kräuterhändler, der Sachen verkauft, die sonst keiner verkauft. Menno. Oh. So groß ist die Stadt gar nicht. Das war's schon. Ärgerlich, ärgerlich. Hoffentlich brauchen wir jetzt diese Olgenbäumchen oder wie die heißen und die anderen Kräuter, die es anscheinend nur hier gibt, nicht für irgendwas Wichtiges. Na gut, gucken wir zum Hafen, ob vielleicht ein schnelles Schiff zurück nach Torwall fährt. Chalsingor Mandrimskjall. Was sagt der Hafenmeister? Im Laufe der nächsten Tage kommen Schiffe nach Chalsingor, Manrincourt und nach Arryn. Schade. Oh. Wie hieß nochmal die kleine Insel, wo der Drache sein soll? Müssen wir einmal kurz zur Hauptkarte. Ausgang ist unten. So, wie heißen die Häfen da? Runens Hafen. Und Leuchtturmrunen. Also, falls wir unterwegs mal im Hafen irgendwo Runen sehen, sollten wir da mal hinreisen. Aber jetzt wird erstmal geschlafen, damit wir gucken können, ob morgen vielleicht ein Schiff da ist. Können wir hier schlafen? Ja. Zur Trutz. Einzelzimmer, ein Tag. Schlafen. So. Alle voll. Achso, wir sollten noch ganz kurz die Kräuter verteilen. Wer auch immer sie bekommen hat. Ach, wir haben sie gar nicht bekommen. Stimmt, da war was. Ich dachte, wir hätten nur Hausverbot und die Kräuter trotzdem noch irgendwie bekommen. So, Chalsingor und Manrin wollen wir nicht. Ah, auf den nächsten Tag kommen auch Schiffe nach Torwall. Das ist doch sehr schick. Also nochmal schlafen. Eine Nacht. Jo. Torwall. 28 Stunden kostet nichts. Das ist doch schick. So, in Torwall versuchen wir das gleiche jetzt nochmal. Also Zaubertrank und Kräuter zu kaufen. Diesmal mit 40%. Dabei haben wir doch gerade erst das gesteigert, oder? Na gut, 50% ist auch ein ganz schöner Happen. Kräuterhändler, Kräuterhändler, wo warst du? Das hier unten war ein Krämer. Gucken wir nochmal die drei da. Oder wir gehen einfach auf den Markt. Was sagen die Preise hier? 9 Dukaten für ein Wirselkraut. Na, das geht ja noch fast. 15 und 30. Hoho, 390. Okay, wir hätten gerne 40%. Huh,
Hier geht's sofort ohne Probleme. Dafür haben wir hier keine starken Zaubertränke. So, wo sind die geblieben? Alle bei Tirik. Gleich schon auf den richtigen Stapel geschoben. Das nenne ich doch mal Service. So, zurück. Und nach einem richtigen Kräuterhändler gesucht. Da war mal wieder Grollo, Sohn des Gomblatt. Eine Krämerin beim Schwarzen Finger. Da will ich später unbedingt nochmal reingucken, nur für den Fall, dass wir da irgendwas machen können. Und eine Kräuterhändlerin, sehr schön. Ihr habt ein wohlsortiertes Sortiment und es ist uns eine Ehre, hier zu kaufen. Wir würden gerne kaufen Zaubertränke. Und zwar eine Menge. So, 7 Stück. Belmatblätter, die waren gegen Krankheiten, genauso wie die Milchalkakteen. Nehmen wir davon auch nochmal 5 Stück mit. Die hatten wir schon genug, Einbeeren und Tarnelen auch. Gibt es hier Mutelixiere? Nein, leider auch nicht. Wir hätten es das echt nicht mit dem Kräuterhändler vermiesen sollen, nur um ein paar Dukaten zu sparen. Na gut, müssen die Jungs halt draußen bleiben, das halten die schon aus. Also, 40%. Gwendolyn, legt noch was drauf. 30%. Gwendolyn. So, und schon sind wir auf 600 Dukaten runter. Was immer noch eine ganze Menge ist, aber langsam könnte Tirik wieder einen Jucken in den Fingern bekommen. So, und hier speichern wir erstmal ab. AP 74. Und wir sehen uns gleich wieder.